Für unseren schnellen Grießbrei nehmen wir 750 ml Milch, die frische Vollmilch, 3,5% Fettanteil in der Milch. Und diese Milch machen wir jetzt schön warm, aber Achtung, nur warm machen, nicht kochen lassen. So, und man sieht jetzt schon, die Milch wird hier langsam warm. Und nachdem ich ja gesagt habe, die Milch soll nicht kochen, können wir jetzt den Herd ein bisschen runterdrehen. Und in die warme Milch geben wir jetzt rein 9 Esslöffel Grieß und 4 bis 5 Esslöffel Zucker. Das schütten wir hier also einfach rein und fangen dann an zu rühren. Und das machen wir jetzt so lange mit diesem Rühren, bis wir merken, dass der Grieß anzieht. Also dass es langsam breiig wird. Sobald es anfängt anzuziehen, müssen wir den Topf sofort vom Herd nehmen, ansonsten wird uns der Grießbrei zu fest. Eine kleine Prise Salz kann man noch mit reingeben. Ich empfehle es. So, und für alle, die dann kurz Geduld hatten, hat sich jetzt ein herrlicher Grießbrei entwickelt. Den man mit Zimt und Zucker essen kann oder aber eben einfach mit Kompott genießen oder frischen Früchten, Himbeeren, Erdbeeren, was immer ihr habt. Ich wünsche guten Appetit, lasst es euch schön schmecken und bis zum nächsten Mal.